Hallöchen und herzlich willkommen zu Le Rätselründchen. Es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder 15 Uhr an irgendeinem Tag. Morgen von heute an. Nein. Fangen wir mal an. Zuvor könnte eher sein, ist es aber nicht. Ist es nicht. Mittelalterlicher Krieger ist natürlich der Ritter. Zuvor könnte auch erst sein dann. Ja, ist es auch. Lustlos. Börsenansturm klingt auch gut. Abfall ist erstmal Müll. Oder auch nicht. Dann ist es Unrat. Ah. Okay, Börsenansturm könnte ein Run sein. Ja, ist es auch. Der Almhirte ist natürlich der Zen, wie wir wissen. Die Chronik. Nö, noch nicht. Lustlos trübe? Oder so? Rock für Männer. Ich hab's bald. Hauterkrankung erstmal ist das auch Akne? Ja. Und der Rock für Männer ist der Kilt. Genau das war das. Ich habe sofort irgendwie an Schotten gedacht, als ich Rock für Männer gelesen habe und mir ist das Wort Kilt erst gar nicht eingefallen. Huch, ich wollte doch nee, nicht nett. Korn einbringen. Ernten? Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Der Unterarmknochen ist natürlich die Elle. Gesangsstück ist ein Lied. Okay, das Krebs hier ist die Garnele. Nom, 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 nom. Halbgefrorenes, lustlos ist träge. Und damit haben wir dann auch als Chronik die Annalen. Mit Doppel-N bitte. Nicht vergessen. Annalen wird mit Doppel-N geschrieben. In dem Fall. Stromspeicher, Batterie, Akku. Akkus. So, halbgefrorenes ist das Sorbet. Hat mit den Sorben aus dem Spreewald nichts zu tun. Deutsche Sagengestalt. Ute, Uwe. Mal sehen. Kraftfahrwagen ist das Auto. Echt mal. Sagengestalt Ute? Vielleicht. Könnte sein. So, was haben wir denn hier noch so? Walken haben wir wieder. Das ist doch kneten gewesen. Wupp. Da. Verdammt. So. Nee, das war's nicht. Och, das ist ja jetzt blöd. Ja, es ist. So. Ja, mich stört die ganze Zeit, dass ich vom letzten Essen noch was zwischen den Zähnen habe. Tut mir leid, dass ich das, da mich nicht schon vorher drum gekümmert habe. So, fertig. Frühlingsmonat. Ja. Spöttelei, könnte die Ironie sein oder so? Könnte. Ja, ist es auch. Frühlingsmonat ist dann natürlich der Mai. Der ist auch der einzige, der drei Buchstaben hat. Russisches Dreigespann. Geripptes Gewebe. Taufzeuge ist erstmal der Pate. Walken war kneten, hatte ich gesagt. Ja. Zustand. Flüssig, fest, gasförmig. Status.
Status ist das dann. Natürlich. So, griechischer Buchstabe ist Iota. Redner in der Antike. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Das russische Dreigespann ist natürlich die Troika. Da steckt sogar das Wort für drei so halbwegs drin. So, die afrikanische Echsenart ist der Waran. So, und der Orator ist dann wohl der Typ, der hier gemeint ist. Der Redner in der Antike, genau. Sängerin von Hello, is it me you're looking for? Nein, die meinen Adele mit einem anderen Hello. Hello from the other side. So, Hallo aus der Otterzeit. Knochengerüst, Gerippe? Fränkischer Hausflur. Ach, das hatten wir doch schon mal. Englisch für Blechdose ist Can. Nein. Was haben wir noch? Eigentlich ist Can doch. Eigentlich ist es so. So. Aber, boah. Das ist ehrlich gesagt. Also, ich würde jetzt echt sagen, Tin Can sagt mir was. Aber nur Tin als Blechdose. Also ich hätte jetzt eher gesagt, Tin ist einfach nur das, der Teil Blech von Blechdose. Aber ich fürchte, ich muss damit leben, dass das jetzt so da ist. Die Gebeine sind hier gemeint. Na bitte. So. Stehende Gewässer sind natürlich das. Ern war der fränkische Hausflur, natürlich. Erfrischung. Labe, wirklich? Naja. Dann heißt das also ich meine auch, ja, ich habe schon mal von dem Wort gehört. Boah. Aber trotzdem, also. Ich möchte es nicht wahrhaben, dass es vor meiner Zeit auch schon Worte gab, die da benutzt wurden. So, wollen wir doch mal weiterschauen. Monat Abkürzung. Ist ja easy. Dann weiß ich, was das ist. Beziehungsweise könnte jetzt auch. Aber ja, ich glaube doch, es ist. Es könnte hinhauen. Also, das wäre dann das. Frauenname, mag ich überhaupt nicht. Also, dass da Frauennamen jetzt wieder. Rechnen. Nee, rennen. Rennen. Okay, haben wir auch gerade eben schon in dem anderen gehabt. Liege, liege. Jetzt machst du eine Biege, liege. Leise sprechen. Flüstern würde ich ja sagen, aber das passt nicht. Großer Zweig. Da hätten wir doch mal was. Okay. Ja, ich glaube, dann habe ich auch das, den Buchstaben. Das könnte hier wirklich die Abkürzung eines bestimmten Monats sein. Oh weia. Gucken wir mal, weil wenn hier ein R reinkommt, dann wird hier sicherlich kein N reinkommen. Bunter Tropenvogel ist natürlich dann. Warte mal, es gibt den Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Okay. Okay. Dann kommt der da also rein, der September.
Lachen. Das Lachen. Berliner Kaufhaus ist natürlich das KDW. Ja. Sauerstoffmangel. Anaerob. Nein, keine Ahnung. Aber dafür weiß ich, was das ist. Ja, doch. Okay. Jetzt brauche ich noch die 5 und die 6. Römische Zahl. 3. Ja, ist ja... Wow. Wow. Auch nicht schlecht. Praxis. Praxis ist das Lösungswort. Bunter Tropenvogel ist nämlich der Papagei. Und dadurch bin ich auf den Sepp gekommen. Huch. So. Dann die Kampfsportart. Karate. Katare. Na, Kratare. Was habe ich denn da geschrieben? Oh. Ja, richtig. Ganz doll. Echt. Schlimm ist... Blöd? Nee, Quatsch. Übel. Bum, 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 bum. Okay, rein. Ja. Pur. Richtig, richtig. Frauenname? Erna? Meinen die Erna? Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, die meinen Erna. Die meinen doch nicht Erna. Doch, der Erna meinen die. Wer auch immer die Erna ist. Hautöffnung ist natürlich die Pore. Okra war die tropische Bohnenfrucht. Leise sprechen, Raunen? Ja, ja. Liege. War das nicht irgendwas mit Kanapee? Ja. Bei Kanapee muss ich irgendwie immer auch an, wie heißt denn das? Kanapee? Also, ich muss da gerade an so kleine Snacks hier, nee, oder so beim Empfang an solche Speisen, aber ich glaube, das heißen die auch Kanapee? Oder hießen die was anderes? Bitte helft mir mal, falls ihr wisst, was ich meine. Ich denke da gerade so an so kleine Cocktail-Snacks, die gereicht werden bei einem Empfang oder sowas. Aber das war noch nicht Kanapee, oder? Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber... Oder wie die wirklich heißen vor allem. So, Fort Knox wollten wir noch. Pferd ist ein Ross. Ja. Geschmack. Lässt sich drüber schneiden. Irgendwie bin ich heute ein bisschen komisch im Kopf. Finde ich nicht schlimm. Keine Sorge, ich habe nichts getrunken. Außer Wasser, Milch, was da sonst noch so. Also, ja, eigentlich nur die beiden Sachen. Milchprodukt. Also, Epinephrin ist wahrscheinlich dann Epi, genau. Epinephrin, auch bekannt aus dem Film Crank. Mit Jason Statham. Fand ich früher voll gut, den Film. Heute weiß ich es nicht so. Ist halt sehr, sehr actionlastig. Dafür bin ich mittlerweile zu alt. Sportboot. Alter. Nein, Speisefolge ist das eigentlich das Menü, aber ist es nicht. Ist es nicht. Komm, boah. Ja, okay, man versteht, was es ist, aber ich finde dieses Wort einfach nur... Mittlerweile wird sowieso nicht mehr so benutzt, wie es mal früher war. Vielleicht ist das aber auch gut. Abdallah Aynan? Nee, Ayman. Das war's. Ayman Abdallah. Ach, so rum! Oh, Galileo Mystery. Oh, wei, wei. Körperpflege. Weiß ich gerade noch nicht. Damit habe ich ja nur gar nichts am Hut. Russischer Männername, Ivan, natürlich. Ja, aber natürlich mit einem W, weil wir sind ja hier in Deutschland. Tja, ja.
So, jugoslawische Münzeinheit. Klingt wie ein Dinar, genau. Ach, wie hieß das nochmal? Der Sauerstoffmangel. Den habe ich gerade wahrscheinlich auch. Aroma ist es erstmal hier. Also irgendwas da. Bedeutung ist der Sinn. Genau. Anoxie, natürlich. Anoxie. Muss man aufpassen. Es heißt nicht Anoxie oder sowas, sondern Anoxie. Körperpflege ist die Hygiene natürlich dann. Der erste Buchstabe, der bringt es meistens. So. Speisefolge, ist das wirklich das Menü? Auf einmal ist es das Menü. Ja. Also, man hätte ja wenigstens Englisch davor schreiben können. So, Bindewort ist und. Der Einer ist das Sportboot. Deutsche sind auch die Teutonen. Nein, die Germanen in dem Fall. Blutbahnen des Körpers sind die Adern, natürlich. Fragewort, wer? Wen? Lateinisch ich ist erstmal Ego. Laubbaum, Ahorn. Ja, und dann ist es natürlich wer. Und das KDW hatten wir ja mal schon. Und damit ist das Lösungswort tatsächlich Praxis. Wie gesagt, lachen. Wow, ist das haha? Ja, sehr haha. Dann haben wir hier die Kuh. Zahlenrätsel ist natürlich das Sudoku. Verspottung ist Hohn. Und damit. Voila, wir sind fertig. Ach, schön. So, jetzt muss ich nur noch die Aufnahme beenden und dann, ja, war's das mit dem Video. Es war mal wieder schön, dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, für euch war es auch schön, dabei gewesen zu sein. Ja. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Natürlich, wie jedes Mal hoffe ich das. Also, bis zum hoffentlich nächsten Mal und tschüss.